Die sieben Feuer. Los, wer als erster über den Bach springt, hat gewonnen. Unentschieden. Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der sieben Feuer, wer der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass sich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Und Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die drei Tippis stehen. Es ist das Rennen der sieben Feuer. Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühner Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden, alle sieben. Und wer als erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf, werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist Kleiner Donner. Du vergisst leider, dass Großer Grauer der schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf? Wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen! Jetzt noch nicht! Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen! Hey, machst du etwa schon schlapp? Nett, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, großer Grauer! Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei. Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari! Ich will doch genauso gern gewinnen wie du! Na also, sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Ja! Ja! Gut gemacht, kleiner Donner. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, her!
Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Na, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo, du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihrem Pferd. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich! Na gut, ich gebe auf. Ah, damit ist für kleiner Dachs das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halte dich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwa schwimmen gehen? Yakari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem 5. der 7 Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der schwimmt oder der galoppiert? Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Yakari. Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wettzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum 6. Feuer. Vorwärts, kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das 6. Feuer! Unglaublich. Yakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden sagen, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei dem Rennen zählt nur die Reihe der Feuer. Solange sie keine auslassen, steht den Reitern jede Abkürzung frei. Das 7. Feuer, wir haben es fast geschafft. Oh. Wenn wir die Herde aufschrecken, könnte sie wild loslaufen und uns überrennen. Wir müssen von hier aus zu Fuß weiter, und zwar so leise, wie es nur geht. Vorsichtig, kleiner Donner, ganz vorsichtig. Yakari ist klug. Es gibt keine andere Lösung, als zu Fuß weiterzugehen. Die Bisons machen mir keine Angst. Ich werde mir meinen Sieg nicht von einem kleinen Kind wegnehmen lassen. Halt an, du schreckst die ganze Herde auf! Yakari, sei vorsichtig! Oh. Ist der verrückt? Die Bisons überrennen uns. Los, steig schnell wieder auf, Yakari. Stolze Wolke! Hier! Ja! Yakari erreicht auch das 7. Feuer. Aber warum hat er plötzlich angehalten? Nur noch ein kurzer Galopp und er hätte den Sieg errungen. Yakari! Ich hatte so furchtbare Angst um dich. Kleiner Donner hat mich gerettet.
Wieso hast du angehalten? Eingeholt hätte dich niemand mehr. Du wärst unschlagbar gewesen. Ich habe mir wehgetan. Und Yakari meinte, dann sollten wir das mit dem Rennen lassen. Und darum gibt es diesmal keinen Sieger. Denn wir werden alle gemeinsam zu dem Siegesfeuer reiten. Erst im Mal kehren gleich 4 Sieger ins Dorf zurück. Dieses Zeichen verheißt uns allen Gutes. Ja, da sind sie! Wir sind wieder da! Seht doch, Yakari! Wir haben es geschafft! Yakari! Was ist passiert, kleiner Dachs? Wo ist Feuerhuf? Er wollte grasen und hat mich abgeworfen. Ja, ja, von wegen Feuerhuf. Ich finde, Feuermagen trifft es viel eher. Du hast also auf den Sieg verzichtet, damit dein Pony nicht leiden muss? Kleiner Donner ist ja nicht mein Pony, er ist mein Freund. Wir, die Pferde, sind sehr stolz auf dich, Yakari.